Station 4 von insgesamt 7 steht an und damit herzlich willkommen vom Sachsenring dieses Wochenende. Also Spannung pur angesagt bei den ADAC GT Masters. Wer wird Halbzeitmeister? Wer wird Herbstmeister, würde man beim Fußball sagen. Und wenn man sich die bisherige Saison angeschaut hat, dann bahnt sich tatsächlich vorne an der Spitze ein Dreikampf an. Mittendrin auch die Titelverteidiger Kelvin van der Linde und Patrick Niederhauser. Moritz Blume verrät ihn, wie es vorne aktuell steht. Bis hierhin war es eine turbulente Saison. Verspätet gestartet, mit Vollgas vorangegangen, sind aber jetzt schon fast die Hälfte der Rennen gefahren. Dieser eine Lauf fehlt noch und wir können höchst inoffiziell den Halbzeitmeister küren. Vorneweg, ich glaube, der Titel Halbzeitmeister, der bedeutet nichts. Ganz ehrlich, ich glaube, es zählt nur, wer ganz am Ende der Saison vorne ist. Ist vielleicht schön Samstagabend, das ist ja Samstagabend, ne? Ist vielleicht schön Samstagabend, da können wir gleich ein Bier trinken, aber die große Feier wird erst abgeschlossen am Ende des Jahres. Okay, Titel werden an diesem Wochenende natürlich noch nicht vergeben. Dennoch wollen wir die Gelegenheit nutzen und zumindest ein Zwischenfazit ziehen. Denn immerhin sind 5 der letzten 10 Halbzeitmeister am Ende auch Champion geworden. Den beeindruckendsten Start in die Saison legen Maro Engel und Lukas Stolz hin. Das Mercedes-Duo debütiert mit Talksport WRT am Lausitzring in der Liga der Supersportwagen und feiert in den ersten 3 Läufen 2 zweite Plätze und einen Laufsieg. Sieg für die Talksport WRT-Mannschaft zum Saisonstart. Pole Position und Sieg für Lukas Stolz und Maro Engel. Ein sehr, sehr starkes Ergebnis zum Saisonstart. Hat natürlich einen Traumstart am Lausitzring. Das hat eigentlich auch keiner erwartet, auch wir selbst nicht. Wir wussten, dass wir ganz gut aufgestellt sind. Das Team hat wirklich viel gearbeitet im Winter und ja, haben da einen super Job gemacht. Einen super Job haben auch Michael Ammermüller und Christian Engelhardt gemacht. Unterwegs für das Team SSR Performance konnten die beiden Bayern im Porsche als einziges Duo schon 2 Laufsiege in dieser Saison feiern. Okay, natürlich die Siege, das ist immer ganz was Besonderes, aber das Highlight war eigentlich schon, gleich am ersten Rennwochenende im Podium zu stehen mit einem neuen Team. Ganz oben in der Tabelle stehen aber, Stand jetzt, Kelvin van der Linde und Patrick Niederhauser. Die amtierenden Champions sind das einzige Duo, das bislang in jedem Rennen gepunktet hat. Mit Rang 1 und 2 in Hockenheim konnten sich die beiden Audi-Piloten wieder auf dem Platz an der Sonne katapultieren. Ich glaube, es war unser Schlüssel jetzt wieder, wie im Vorjahr, immer gut dabei zu sein, Top 5, Top 6. Ich glaube, das zählt am Ende des Tages in GT Masters. Es kann alles so schnell ändern. Man muss halt immer gut dabei sein und ready zu sein, falls jemand einen Fehler macht, dass du dann die Chance nutzen kannst. Auffällig ist, dass 2 der 3 Teams an der Tabellenspitze in diesem Jahr zum ersten Mal permanent an den Start gehen. Rotronic Racing ist mit Patrick Niederhauser und Kelvin van der Linde in seiner 2. Saison. In der 1. wurden die beiden bekanntlich Meister. Bei uns war das so letztes Jahr. Das Team war neu im GT Masters, aber nicht neu per se. Und sie wussten eigentlich, wie hoch das Niveau ist. Also es wurde sehr viel Entwicklung betrieben. Und ich glaube, das war bei den Teams, bei Talksport letztes Jahr jetzt auch nicht anders. Die wussten, die haben letztes Jahr beiden Gaststart gemacht. Und die wussten natürlich, was auf sie zukommt. Und haben sich auch dementsprechend professionell darauf vorbereitet. Audi, Porsche und Mercedes. Ein Dreikampf auch aus Herstellersicht. Momentan trennen die 3 Autos lediglich 7 Punkte. Nach der Quali zu Lauf 1 hat das Porsche-Duo aber die besten Chancen, auch nach der Hälfte der Saisonrennen ganz oben zu stehen. Der SSR-Performance-Renner startet aus Reihe 1. Spannung pur, also ganz oben in der Tabelle angesagt. Genauso wünschen wir uns das natürlich auch in Sachen Meisterschaftskampf. Und wer es tatsächlich am Ende geschafft hat, zur Hälfte der Saison ganz oben zu stehen, das verrät Ihnen jetzt Patrick Simon. Auf der Suche nach dem Halbzeitmeister geht's zum 7. Saisonlauf an den Sachsenring. 7 Hersteller, 32 Fahrzeuge und das war die schnellste Mannschaft nach der Qualifikation. Marvin Dienst, seine 2. Pole, stellt den Mercedes in Startreihe 1. Daneben der SSR Performance Porsche mit Michael Ammermüller und Porsche stark am Sachsenring. Auch Robert Renauer mit Startplatz 3 gut aufgelegt in der 30-minütigen Qualifikation. Die Daumen zeigen nach oben für den Start. Eine Stunde Rennaction in der Liga der Supersportwagen wartet Marvin Dienst sehr, sehr lange, bis er mit der Beschleunigung beim Umschalten der Ampel loslegt.
Guten Start erwischt der Mercedes. Ammermüller, der von zwei losgefahren ist, hat Probleme, die erste Kurve richtig zu treffen. Da geht innen der Markenkollege Robert Renauer durch. Außen versucht es Philipp Ellis in dem weiß-blauen Mercedes. Hat aber auch Probleme, die Kurve zu bekommen. Eng das Duell hier aus der Sicht des Porsche-Piloten. Das Omega am Sachsenring, keine Chance zu überholen, aber da muss man sich irgendwie einsortieren, speziell in der ersten Runde, um Geschwindigkeit, um Grip zu finden, bergauf durch die sehr, sehr selektive Strecke. Raucht's mächtig, staubt's mächtig und die Positionen werden hart verteidigt. Dienst kann sich direkt ein bisschen absetzen, ist der große Verlierer der Startphase, Michael Ammermüller für die SSR Performance Mannschaft, aber auch Patrick Niederhauser, Tabellenführer und amtierender Champion, ist nicht gut in dieses Rennen hineingestartet. Mercedes, Porsche, Mercedes, so sieht's aus kurz vor Ende der ersten Runde. Schnelle Linkskurve, Ellis dann dicht dran an Luca Stolz. Durch Kurve 12, verliert ein bisschen Traktion und dann geht's einmal durchs Kiesbett, verliert eine Position gegen Stijn Schotthorst im weiß-orangen Lamborghini Huracan. Und das nochmal die Startwiederholung. Renauer, der sich gleich ans Heck von Marvin Dienst im roten Mercedes heftet und damit die Tür zumacht für den Porsche, der links da rein möchte. Vierter Gang anbremsen, erster Gang für die erste Kurve. So sieht's nach hinten aus. Sortiert sich der Mercedes, aber mal ganz knapp vor den Porsche. Feld sortiert sich dann sauber auf, gibt's weiter hinten ein paar Duelle. Alfred Renauer, der Zwillingsbruder von Robert, gegen Kim-Louis Schramm. Porsche gegen Audi das Duell und auch der BMW von MRS GT Racing ist dabei. Und das ist der Versuch, Eriksen vorbei an Schramm. Nicht nur der Versuch, sondern auch der Vollzug staubt durch Renauer. Aber der Positionswechsel zwischen BMW und Audi hat geklappt. Kommt jetzt auch noch der Mercedes von Zackspeed. Er muss warten. Dann Onboard bei Ricardo Feller für die BWT-Mücke-Mannschaft. Und wir sehen den Fehler von Patrick Niederhauser. 31er Audi mit einem leichten Rutscher. Und die Chance für den pinken Audi-Renner vorbeizugehen. Und die nutzt er. Kommt auch noch Porsche mit Klaus Bachler. Und auch er kann sich neben den Audi von Rotronic Racing setzen. Beschleunigungsduell entlang der Start- und Zielgerade. Und schon vor der Bremsphase macht Bachler, der Österreicher, das Ding klar und geht vorbei am Schweizer Eidgenossen. Onboard dann bei Markus Pommer, der hinter Indy Dont hier unterwegs ist. Da sehen wir das Display, das in der Scheibe die Positionierung anzeigt, rumwackeln, aber hoffentlich keinen Ausfallgrund darstellt. BMW weiter auf dem Vormarsch. Johansen vorbei an Renauer. Alfred Renauer, der mit Sebastian Asch im 7er Porsche sitzt. Klaus Bachler sehen wir aus der Onboard-Perspektive von Ricardo Feller. Ein schönes Duell, dass die beiden sich da liefern. Die Perspektive auf die 3,6 Kilometer lange Berg- und Talbahn am Sachsenring. 13 Kurven, die bei allen Fahrern extremst beliebt ist. Marvin Dienst fährt einen guten Vorsprung raus vor Renauer und Lukas Stolz. Kann das Tempo hier diktieren. Ein kleiner Abriss dann zu Stijn Schotthorst, Philipp Ellis, Franck Pereira und Michael Ammermüller. Dahinter machen sich die Piloten für den Fahrerwechsel bereit. Philipp Frommenwiller, der wird den Schütz Mercedes übernehmen. Und dann geht's los. 10 Minuten das Boxenshop-Fenster. Kommt der zweite, dritte und der viertplatzierte sofort rein. Marvin Dienst ist noch eine Runde draußen. Ist das der Fahrerwechsel beim Zweitplatzierten. 99er Precord Herbert Motorsport Porsche Renauer raus, Sven Müller rein. Die Gürtel in Position bringen und auch bei Maro Engel und Luca Stolz im Toxsport WRT Mercedes klappt diesmal der Fahrerwechsel ohne Probleme. 70 Sekunden das Fenster, das nutzen alle ziemlich perfekt auf das Zehntel genau.
und kommen dann wieder raus auf die Strecke. Boxenausfahrt, acht geben mit der weißen Markierung, die man nicht überfahren darf. Und das passt, aber nicht unbedingt für Marvin Dienz. Der ist ja noch draußen geblieben und kommt mitten im Verkehr von Tim Zimmermann. Über Start und Ziel geflogen. Kostet das Zeit? Kommt er da vorbei oder wird das möglicherweise die Führung in Gefahr bringen? Er ja noch nicht gestoppt aus der Spitzengruppe. Aber Zimmermann hat dann ein bisschen Problem, hier den Einlenkpunkt zu treffen und Dienst geht da gnadenlos vorbei. Durchatmen an der Box von Christian Schütz. Allerdings reagiert man auf den Verkehr, der da droht und holt auch Marvin Dienst sehr früh zum Boxenstopp für den 36er Vorjahres-Mercedes rein. 60 Stundenkilometer in der Boxengasse, die Geschwindigkeitsbegrenzung, bleibt der rote Bolide stehen. Und dann gibt es den Fahrerwechsel auf Philipp Frommenwiller. Zwei Mechaniker, die den Luftdruck der Pirelli-Einheitsreifen anpassen. Ansonsten ist weder Auftanken noch ein Radwechsel vorgesehen. 5,6 Sekunden war der Vorsprung vor dem Boxenstopp. Und auch nach dem Boxenstopp ist das eine sehr souveräne, sehr solide Führung. Ja, dauert einen ganzen Moment, bis dann Sven Müller und Maro Engel auftauchen. Das sind ja die beiden, die die 99 und auch die 22 übernommen haben. Hier unverändert in einem Duell hinterherfahren. Aber eine Chance vorbeizugehen, sich eigentlich über die gesamte Renndauer nicht wirklich eröffnet hat. Christopher Mies mit einem Ausritt. Ja, Gott sei Dank nur den Styroporballen getroffen, kann der Landpilot die Fahrt ungehindert fortsetzen. Die paar Styroporblöcke vor dem Kühler verliert er noch. Und der Auspilot hilft, die Brocken noch zu verkleinern. Kelvin van der Linde, Simona de Silvestro, der Südafrikaner, hat übernommen und macht kurzen Prozess mit der Dame. 30 Kilo zusätzlich im Audi, hindern ihn aber nicht dran. Dennoch den nicht so gut umgesetzten Start von Patrick Niederhauser wieder wettzumachen und weiter Punkte zu sammeln auf der Suche nach dem Halbzeit-Champion. Raffaele Marcello sitzt im Mercedes und hat mächtig Druck mit Albert Costa Balboa, weil dann auch die Fahrt langsamer wird. Marcello mit einem Problem am Frontsplitter vorne rechts. Das Carbonteil, das die Luft teilt und dem Auto aerodynamischen Anpressdruck auf der Vorderachse liefert, hängt da wackelnd runter und dann gibt es auch noch eine Strafe, eine Durchfahrtsstrafe für den Knaus HTP Winboard Motorsport Mercedes, weil man beim Boxenstoppfenster nicht die 70 Sekunden eingehalten hat. Ja, die Strafe sitzt Marcello noch ab, das Rennende wird er nicht erleben, weil das Problem größer ist. Auch für die Landtruppe gab es eine Strafe, Durchfahrtsstrafe durch die Boxengasse, weil einer der Mechaniker bei der 28 zu früh über die weiße Linie getappt ist und das per Reglement nicht erlaubt ist. Zurück im Feld der Piloten, beinhartes Duell zwischen BMW und David Jahn, der Porsche-Pilot, der daraufhin Fahrt rausnimmt. Vorne rechts gibt es ein Problem am Porsche. Rodelt da ins Kies hinein, Reifenschaden, Aufhängungsschaden vorne rechts. Die Diagnose am 18er Auto, das Jan von Jannis Fitti übernommen hat. Aber er stellt sein Auto clever ab, vermeidet damit ein Safety Car, weil er da in sicherer Position das Auto abstellt. Ja, vorne eine aufs Rad gegeben, sich ein bisschen durchrandaliert. Der Schubert BMW mit der 9. Aber von all dem unbeeindruckt an der Spitze Philipp Frommenwiller. Der Vorsprung pendelt sich bei 5 Sekunden ein, weil Müller und Engel sich dahinter auch klar sind. Gibt es da noch ein Problem beim top besetzten Lamborghini der Grasser-Mannschaft?
Albert Costa Balboa, Reifenschaden hinten rechts und damit das vorzeitige Ende für den 63er-Wagen. Hat er großes Glück, das Auto hier in einem der schnellsten Streckenabschnitte mit viel Last auf dem Reifen hinten rechts überhaupt auf der Straße zu halten. Aber aussteigen bedeutet Feierabend in der Liga der Supersportwagen. Jeffrey Schmidt mit seiner Premiere samstags ins Lenkrad zu greifen, hatte die Callaway Competition Mannschaft in der ganzen Saison immer Pech. Und Schmidt, der bereits angezogen in der Box stand, konnte nie zum Fahren kommen, macht jetzt aber einen guten Job, geht vorbei am BMW, der eingangs Start und Ziel ein bisschen Boden verliert, weil er durchs Kies rasselt. Und der Nächste, besser gesagt die Nächste, vorbei an Simona de Silvestro, Jeffrey Schmidt, der Schweizer, ja, geht vor der Landsmännin in das Omega, in dieses Kurvengeschlängel am Sachsenring in Position. Der Achtzylinder brummt auch bei Philipp Frommenwiller und das zum ersten Laufsieg für die beiden Piloten. Marvin Dienst und Philipp Frommenwiller gewinnen zum ersten Mal in der Liga der Supersportwagen. Porsche und Mercedes auf den Positionen. Ist das die Siegerhand, die Siegerfaust und das ist die Freude an der Box. Marvin Dienst, der den Grundstein mit der Pole Position gelegt hatte, und Christian Schütz, der die Truppe formiert hat, ist mit Blick auf die Halbzeitmeisterschaft das Duo Engel Stolz ganz oben, punktgleich allerdings mit den Vorjahreschampion. Was die Tagessieger zu sagen haben, das hören wir uns an. Marvin Dienst, bitteschön, der erste Sieg in der Liga der Supersportwagen. Wir hatten echt mega Auto. Das Auto lag von vornherein butterweich. Wir hatten extrem viel Grip, konnten überall in gute Pace gehen. Ich habe dann auch frühzeitig probiert, Philipp möglichst gutes Auto und möglichst gute Reifen vor allem zu übergeben, dass er am Ende vom Rennen noch ein bisschen ein entspannteres Leben hat. Er hat das auch mega gemacht. Und jetzt endlich hier oben zu stehen, nach so einer langen Zeit, fühlt sich sehr gut an. Und das natürlich verdient. Die Pokalübergabe für die Laufsieger inklusive Sektdusche. Und da stürmt Dienst direkt auf Christian Schütz zu und dann wird's nass. Willkommen zurück beim ADAC GT Masters Magazin. An diesem Wochenende melden wir uns vom Sachsenring. Und wie das erste Rennen der GT Masters ausgegangen ist, das haben wir uns gerade schon angeschaut. Wir schauen aber natürlich auch gerne in den anderen Serien vorbei. Zum Beispiel bei der ADAC TCR Germany. Zwei Rennen wurden an diesem Wochenende absolviert. Und wie die genau ausgegangen sind, verrät Ihnen Peter Kohl. Es ist der 7. Wertungslauf des Jahres in der TCR Germany. Rechts im Bild der Pole Setter. Das ist Jan Seifert aus der HP Racing Internationalmannschaft. Wird sofort angegriffen von Nico Gruber, dem Österreicher, der wieder leicht zurückstecken muss. Auf der Innenlinie René Kircher im VW Golf GTI mit einer erfolgreichen Attacke. Er setzt sich in Führung der Leader in der Junior-Wertung. Dann verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug, rodelt durch den Kies. Damit sämtliche Reifenoberflächen verdreckt und er wird in der Folge nach hinten durchgereicht. Ein sehr ärgerlicher Fehler, der enorm viele Punkte kostet. Da sehen wir seinen nächsten Ausritt. Erneut ohne Gegnerkontakt. Langer Weg durchs Kiesbett hindurch. Äußerst spektakulär, aber nicht zielführend. Kircher wird am Ende Siebter. Vorne setzt sich Jan Seifert ab. Der von Platz 4 gestartete Dominik Vogel wird gefolgt von seinem jüngeren Bruder Marcel, der seinen 20. Geburtstag an diesem Tag feiert. Papa Markus, am Freitag 50 Jahre alt geworden. Es könnten Vogel-Festspiele werden am heimischen Sachsenring. Die Familie nur einen Steinwurf von der Rennstrecke entfernt angesiedelt. Im ältesten Fahrzeug im Teilnehmerfeld im Honda Civic Baujahr 2016 Albert Legutko. Gut in der Qualifikation, dann haben sie das Setup etwas umgearbeitet und das funktioniert im 30-minütigen Rennen mit einer Extra-Runde überhaupt nicht nach Wunsch. Für den weiteren Verlauf des Wochenendes werden sie das Auto wieder auf den Qualifikationsstand zurückbauen. Dominik Vogel mit der Attacke gegen Jan Seifert. Ein leichtes Spiel der Honda Civic, deutlich leichter als der Hyundai i30 aufgrund der Balance of Performance. Und Dominik Vogel übernimmt auf der Heimstrecke die Führung hinter Jan Seifert, dem Polmann, jetzt Marcel Vogel. Die Kids aus dem Häuschen, der Lokalmatador mit einer Topleistung, kontrolliert in der Folge souverän das Rennen, setzt sich von den Verfolgern ab, reißt eine Riesenlücke auf und die Reifen am Fahrzeug von Jan Seifert lassen immer mehr nach. Es ist eine slickmordende Rennstrecke,
knappe 3,7 Kilometer lang, 14 Kurven, sehr anspruchsvoll. Es geht kräftig bergauf und bergab und aufgrund des Streckenlayouts leiden vor allem die Reifen rechts vorne. Jan Seifert bekommt das in der Folge deutlich zu spüren. Während wir hier Marcel Schrötter sehen, den Stargastfahrer im Team von Engstler aus Wiggensbach im Allgäu, der Moto2-Pilot im vergangenen Jahr im Rahmen der Motorradweltmeisterschaft in der Moto2 hier auf dem Sachsenring als Dritter auf dem Podium und feiert hier ein bemerkenswertes Tourenwagendebüt. Der finale Kampf um die Podiumsplatzierungen. Marcel Vogel, der 20-Jährige an seinem Geburtstag, hier noch an dritter Position, schön nach innen clever reingeschnitten und er verbessert sich auf wenigen Metern gleich um zwei Positionen. Antiburi und Jan Seifert haben das Nachsehen. Ein klasse Manöver von Marcel Vogel und damit die Doppelführung für die Vogelbrüder. Papa Markus am Streckenrand super stolz auf seine Buben. Am Ende ein souveräner Laufsieg für den älteren der beiden, für Dominik. Es ist der 5. in seiner TCR-Karriere, in seinem insgesamt 49. TCR-Germany-Rennen. Marcel auf Position 2 vor Antiburi und Harry Protschik. Man muss halt gucken, bei so einem kleinen Starterfeld, dass man halt die Ausfälle minimiert und versucht immer die meistmöglichen Punkte mitzunehmen. Und das hat heute sehr, sehr gut geklappt. In der Gesamtwertung hat Dominik Vogel damit seinen Vorsprung gegenüber Harry Protschik ausgebaut. Der 8. Wertungslauf des Jahres in der TCR Germany auf der Pole Position. Rechts im Bild der Finne Salminen, neben ihm der Vortagessieger Dominik Vogel. Und in der Mitte kommt der Champion von 2018, Harry Protschik, angepfeilt, der nach wenigen Metern die Führung übernimmt. Der 44-jährige Österreicher aus Knittelfeld nahe des Red Bull Rings setzt sich in der Folge an der Spitze des Feldes ein bisschen ab. Aber Dominik Vogel bleibt ihm auf den Fersen. In seinem Windschatten der jüngere Bruder Marcel, der an diesem Wochenende seinen 20. Geburtstag hier am Sachsenring gefeiert hat. Dann nach wenigen Minuten der spektakuläre Abflug mit Einschlag von Albert Legutko im ältesten Fahrzeug hier im Feld, ein Honda Civic Baujahr 2016. Ihm ist nichts passiert, er löst aber eine Safety-Car-Phase aus. Kurze Besinnungspause für alle Teilnehmer, danach geht's im gewohnten Tempo weiter mit harten Attacken von Antiburi, der hier gegen seinen finnischen Landsmann Harri Salminen fightet um die 4. Position im Feld. Die beiden schenken sich gar nichts, das ist spektakuläres Tourenwagen-Racing bei besten äußeren Bedingungen auf dem Sachsenring. Die Runde, knapp 3,7 Kilometer lang, gespickt mit 13 Kurven, äußerst anspruchsvoll, eine Berg- und Talbahn, die dem Material, vor allem den Reifen und den Fahrern alles abverlangt. Die Honda Civic leichter als die Hyundai i30, das Manko für Harry Protschik an der Spitze, aber er kann seine Führungsposition behaupten, während Pohlmann Salminen immer weiter zurückfällt, hier im Duell mit René Kircher, der innen reinzieht. Dann gibt es die Berührung der beiden Golf GTI TCR untereinander. Salminen verabschiedet sich ins Kiesbett. Wieder muss das Safety Car auf die Strecke raus, glauben alle. Dem ist aber nicht so, denn Salminen kann aus eigener Kraft auf die Rennstrecke zurückkehren. Kircher fällt weit zurück, hat hier komplett den Schwung verloren, während Dominik Vogel sich immer dichter an den führenden Harry Protschik heranarbeitet. Aber der Österreicher hält dem Druck bravourös stand. Vogel versucht alles, möchte hier auf seiner Heimstrecke wenige Kilometer vor der eigenen Haustür einen Doppelsieg feiern. Das ist ihm aber nicht vergönnt. Marcel Schrötter, Moto 2 Superstar-Gaststarter hier im Engstler-Team mit der 123, zum allerersten Mal überhaupt auf 4 Rädern im Rennbetrieb unterwegs mit einem Tourenwagen, schlägt sich beachtlich, geht das Tempo im Mittelfeld mühelos mit, aber er lässt dann eben auch die Lücken offen für die fest eingeschriebenen Meisterschaftsteilnehmer, will niemanden im Weg stehen. Ein sehr guter Auftritt von ihm. Am Ende Harry Protschik mit seinem Sieg vor Dominik und Marcel Vogel. Antiburi auf der 4. Position. Dominik Vogel kann damit seine Führung in der Gesamtwertung ausbauen. Harry Protschik, der Vizemeister des vergangenen Jahres, auf Platz 2. Antiburi in der Gesamtwertung auf 3. Und Albert Legutko winkt am Ende sogar noch seinen Kollegen zu und zollt ihnen Respekt für die gezeigten Leistungen. Ja, es war nahezu perfekt. Allein der Start, der mich selber von mir gewundert hat. Ich bin ja nicht so der beste Starter. Perfekt. Und wir haben gestern das Auto komplett umgebaut, weil wir nicht so happy waren.
Und es war nur die Frage, hält es bis zum Schluss und hat gehalten. Ich glaube, die kleine Safety-Car-Phase hat auch ein bisschen geholfen, weil es ist halt eine sehr reifenmordende Strecke. Und ich kann nur in dem Danke sagen, weil es war ein ganz anderes Auto wie gestern und war in die richtige Richtung. Und so sieht's aus im Meisterschaftsklassement. Dominik Vogel jetzt 11 Punkte vor Harry Protschik. Antti Bogi aber auch in Schlagdistanz. 25 Zähler gibt es für einen Laufsieg am Red Bull Ring. In zwei Wochen kann das Bild schon wieder komplett anders aussehen. Ja, die ADAC TCR Germany durfte also zwei Rennen hier am Sachsenring bestreiten. Genauso sah es auch bei der ADAC GT4 Germany aus. Und wie diese beiden Rennen ausgegangen sind, das verrät Ihnen jetzt Michael Bäuschlein. Eine reine Mercedes-Startreihe 1 beim Samstagslauf der ADAC GT4 Germany auf dem Sachsenring. Ganz vorne links in Gelb der Polesitter Julien Apotello, Dritter der Gesamtwertung. Dahinter in Startreihe 2 die beiden McLaren in Orange. Kurve 1, Apotello kann die Führung gegen seinen Markenkollegen Jan Marschalkowski mit der Startnummer 13 in Weiß behaupten. Der verliert seinen zweiten Rang allerdings direkt an Phil Durr im McLaren mit der Startnummer 69. Der Tabellenführer Jan Kasperlik nur auf Startplatz 15, im Übrigen kein Porsche beim Start unter den ersten sieben. Und Kasperlik, der muss sein Fahrzeug nach einer Kollision schon nach der ersten Runde abstellen. Die schnellste Rundenzeit im Qualifying hatte eigentlich William Trigorta im gelben Audi gefahren. Doch nach einem Regelverstoß im Training wurde das Team von T3 HRT fünf Plätze zurückversetzt. Nach einer mäßigen Anfangsphase der eigentliche Polesitter dann über weite Strecken das schnellste Fahrzeug im Feld. Es folgte die Aufholjagd, eben gesehen gegen Alexei Sitsov im McLaren 570S und einige Runden später auch gegen Michael Schrey im BMW M4. Nach 21 Runden kommt der zweitplatzierte McLaren mit der Startnummer 69 zum Fahrerwechsel an die Box. Phil Durr übergibt an Fred Martin Dye, aber die Mannschaft von Durr Motorsport verplempert über 3,5 Sekunden. Und das wäre genau die Zeitspanne gewesen, um die Führung zu übernehmen. So aber bleibt der gelbe Mercedes AMG mit der Startnummer 48 an der Spitze. Und das McLaren-Team verliert sogar den zweiten Platz an Hendrik Still. Der hatte zuvor den weißen Mercedes von Jan Marschalkowski übernommen. 11 Minuten vor Schluss. Reinhard Kofler mit der Attacke auf Gabriele Piana im BMW. Der Österreicher in der Schlussphase auf dem Weg nach vorne, nun auf Platz 5. In den letzten Rennminuten überschlagen sich die Ereignisse. In der letzten Kurve der vorletzten Runde gibt es nach harten Kämpfen über viele Runden hinweg den Wechsel an der Spitze. Hendrik Still im weißen Mercedes übernimmt die Führung vor seinem Markenkollegen Luca Sandro Trefts. Kurz darauf dann der Schockmoment auch für die Mannschaft von Durr Motorsport. Auf Platz 3 liegend platzt für Fred Martin Dye nur eine Runde vor Schluss der Traum vom zweiten Saisonpodium. Und nach 41 Runden und einem herausragenden Finish heißen die Sieger Hendrik Still und Jan Marschalkowski. Danke ans Team Zackspeed, dass wir hier so gut aufgenommen wurden und danke für das mega Auto. Unglaublich, ich habe mir meinen Stint eingeteilt und eigentlich nur gewartet auf einen kleinen Fehler. Zum Glück kam er und hier sind wir. Hinter den Siegern landen auf Platz 2 Luca Sandro Trefts und Julien Apotello, ebenfalls im Mercedes. Auf Platz 3 rutschen durch den McLaren-Ausfall in letzter Minute noch Reinhard Kofler und Florian Janitz im KTM. Der Start zu Rennen 2 am Sonntag wird angeführt von Lennart Marionek im schwarzen KTM. Aber interessant wird es direkt im Mittelfeld. Da schert Nikolai Möller-Madsen im blauen Porsche aus der Formation aus, die Ampel aber noch auf Rot. Frühstart und direkt die Durchfahrtsstrafe für das Team Allied Racing. Vorne kann Marionek seine Pole behaupten, Fred Martin Dye im McLaren verliert dahinter aber seine zweite Position an Reinhard Kofler, Doppelführung für KTM. Nach etwas mehr als 20 Minuten dann der Wechsel an der Spitze. Lennart Marionek kommt im Omega zu weit raus, Reinhard Kofler im orangenen KTM nutzt das aus, bleibt auf der sauberen Innenbahn und übernimmt die Führung in diesem sechsten Saisonlauf. Zum Ende des 10-minütigen Boxenstopp-Fensters übergibt Gabriele Piana den BMW an seinen Teamkollegen Michael Schrey. Am Boxenausgang dann das Duell gegen das Führungsfahrzeug, den orangenen KTM mit Florian Janitz. Der hatte zuvor das Steuer von Reinhard Kofler übernommen. Und Schrey steuert die rund 430 PS seines reinen Sechszylinders am KTM vorbei auf Platz 1. Zwei Runden später ist es dann schon ein Dreikampf um die Spitze. Janitz fährt Schrey voll in die Seite und der lachende Dritte,
Der heißt Julian Apotillo und geht vorbei an KTM und BMW auf Position 1. Die Rennleitung entscheidet nach dieser Attacke aber, dass Janitz den BMW wieder vorbeilassen muss und mitten im Getümmel wieder ein lachender Dritter. William Trigorter im Audi nutzt den Moment der Unachtsamkeit bei Michael Schrey und schnappt sich den zweiten Platz. Einige Runden später wieder das Duell BMW gegen KTM. Doch diesmal geht alles sauber vonstatten. Florian Janitz holt sich in der Schlussphase auch noch den zweiten Platz von William Trigorter. Der Sachsenring und der BMW M4 dagegen keine gute Kombination gegen den Reifenverschleiß. Nach 41 Runden ist das Rennen vorbei. Es gewinnen Julian Apotillo und Luca Sandro Trefts im Mercedes AMG. Ich war direkt eigentlich am Leader-Duo dran. Die haben sich dann bekämpft und keinen Fehler gemacht und den konnte ich ausnutzen und hatte nachher ein paar super gute Runden und konnte gleich einen Gap auffahren. Und von dort konnten wir dann eigentlich das Rennen ziemlich gut kontrollieren bis zum Schluss, als dann der KTM nochmal richtig zulegte. Aber schlussendlich hat es gereicht und wir sind einfach alle super happy. Nach 6 von 12 Saisonrennen übernehmen die Mercedes-Piloten auch die Führung in der Gesamtwertung. 10 Punkte dahinter die KTM-Jungs Kofler und Janitz. Das Porsche-Duo Möller-Matzen und Kasperlik rutscht ab auf Platz 4. Weiter geht es mit der ADAC GT4 Germany in 2 Wochen auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Willkommen zurück beim ADAC GT Masters Magazin. Willkommen zurück vom Sachsenring. Wer es geschafft hat, Halbzeitmeister zu werden, das haben wir uns eben schon angeschaut. Es ging aber natürlich auch Schlag auf Schlag weiter für die GT Masters Piloten. Rennen Nummer 2 am Sonntag stand an und wer da die Nase vorne hat, das verrät Ihnen Patrick Simon. Ja, das war zunächst nach der Qualifikation Dennis Marshall, der für Rotronic Racing zum zweiten Mal in der Saison den Audi R8 auf die Pole gestellt hat. Daneben in der ersten Startreihe die Talksport WRT-Mannschaft Halbzeitmeister und der Mercedes auch am Sonntag in Bestform. Die Teamkollegen des Pole-Setters, Calvin van der Linde auf 3, sind mit der Rotunterbrechung in der Qualifikation nicht so gut zurechtzukommen, haben aber guten Support von den Fans hier am Sachsenring. Kerry Schreiner schaut zu, wie Dennis Marshall einen ganz, ganz schlechten Start hinbekommt und dadurch so in Fahrtrichtung gesehen die rechte Reihe auffällt. Links geht's zügig voran, Maro Engel auf 1, Albert Costa Balboa reiht sich als Zweiter dahinter ein und dann wird's eng, dann knuppelt sich's, dann gibt's eine hochstehende Motorhaube am Mercedes der Mannfilter-Mannschaft, Robert Renauer und Sven Müller auf Abwägen. Und auch weiter hinten hat es mächtig gescheppert. Der Lamborghini mit Tim Zimmermann in langsamer Fahrt. Und dann kommt das ganze Ausmaß zum Vorschein. Bentley und auch Stefan Mücke mit dem Audi raus aus diesem Sonntagsrennen. Versucht sich Maxi Götz noch zurück zur Box zu schleppen. Safety Car kommt raus. Da muss erstmal mächtig aufgeräumt werden am Sachsenring. In der Wiederholung zu erkennen, wie sich da der 99er Porsche, Frederik Verwisch im Audi, Tim Zimmermann und Maxi Götz zu viert in die Quere kommen. Eine klassische Karambolage im Pool, würde man sagen. Im Autorennen ist es das Aus für alle vier Protagonisten in dieser Szene. Ausschlaggebend, Calvin van der Linde zeigt das nochmal hier, Ausgangskurve 1, die vier, die da durch diese eine Ecke wollen. Und Stefan Mücke weiter hinten im Feld, der keine Chance hat, in den fast stehenden Bentley hineinfährt. Restart dann mit Maro Engel, gut aufgelegt. Vor Albert Costa Balboa, dahinter Jeffrey Schmidt in der Callaway Competition Corvette. Geht so durch Kurve 1 hindurch und das deutlich geordneter als im ersten Versuch. 60 Minuten Renndauer, sehen dann tolle Zweikämpfe. TT3 HRT-Mannschaft gegen MRS GT Racing, Audi gegen BMW. War insgesamt BMW sehr intensiv in Zweikämpfe verwickelt und das über die gesamte Renndistanz. Immer wieder die Schubert-Piloten im Versuch, Boden gut zu machen.
Die BMW-Boliden, die gerade im zweiten Teil der Runde am Sachsenring super gut funktionieren. Durch das Omega und dann wieder über Start und Ziel. Der Versuch, innen rein und am Ende auch vorbeizugehen am 17er Porsche mit Simona De Silvestro am Steuer. Dahinter ist es Christian Engelhardt für die SSR Performance Mannschaft. Der kann die Lücke nicht nutzen und hängt noch hinter der 17 im Omega fest. BMW intern das Duell. Geht man in die Kampflinie über. Dadurch profitiert natürlich der Audi dahinter. Und sofort ist Maximilian Paul zur Stelle. Kann aber nicht wirklich vorbei. Auf jeden Fall aber erstmal daneben gehen. Über Start und Ziel. An der Spitze von all dem unbeeindruckt Maro Engel. Toksport WRT-Mannschaft führt souverän mit knapp 5 Sekunden. Als dann am Ende urplötzlich im Omega der Staub hochging. Toksport WRT auf Abwägen. Rauchentwicklung vorne rechts im Rad. Und das Aus für die Führenden und Tabellenführer. Sehen wir das Fahrzeug im Kiesbett. Ein Stein hat sich in der Bremszange verhakt und hat die Felge aufgeschliffen. Und dadurch chancenlos für Maro Engel hier erneut maximale Punkte mit nach Hause zu nehmen. Bitter, bitter für die Tabellenführer. Verzweiflung zu erkennen, gehen die Gurte auf. Und hier nochmal in der Wiederholung. Rutscht geradeaus, ja, weil vorne rechts die Felge durchgeschliffen und damit die Luft aus dem Pirelli-Reifen war. Albert Costa Balboa und auch die Callaway Competition Corvette gehen vorbei und sagen Dankeschön. Lenkwinkel um Kurve 1, dann das Umsetzen und das Auto fährt trotz Lenkbefehl einfach geradeaus. Keine Chance für den Tabellenführer. Lukas Stolz in der Box schlägt die Hände über dem Helm zusammen, geht dann das Boxenstoppfenster auf. Früh die GRT-Grasser-Mannschaft drin, aber auch insgesamt die Spitze nutzt gleich die erste Chance, um den Fahrer zu wechseln. 10 Minuten das Boxenstoppfenster für alle Teams gleich. Rotronic Racing. Niederhauser, der aussteigt, Van der Linde, der einsteigt. Es ist Frank Pereira, der im weiß-grünen Lamborghini Huracan Platz nimmt. Und die Sieger vom Vortag draußen mit der 36. Übernimmt Markus Pommer das Lenkrad von Jeffrey Schmidt und geht unmittelbar hinter dem Führenden wieder auf die Strecke raus. Vorne Pereira, dahinter Pommer. Ist es dann der junge Charles Wertz im schwarzen Audi der Team BRT-Mannschaft, der die dritte Position übernimmt? Und den heranstürmenden Max Hofer, der muss sich hinter Kelvin van der Linde einreihen, kriegt einen auf die Felge. Aber der Südafrikaner bleibt auf 4 davor. Hofer, der es dann immer wieder versucht, vom Speed her etwas schneller war. Ist das noch eine Situation nach dem Boxenstopp? Kim-Louis Schramm rutscht in die Zackspeed-Mannschaft hinein. Der eine bleibt im Kies stecken und der andere hat eine gebrochene Spurstange hinten links und muss ebenfalls aufgeben. Das Safety Car und der damit verbundene Restart verläuft zunächst ohne größere Zwischenfälle. Der Versuch von Markus Pommer an Frank Pereira vorbeizugehen bleibt erfolglos, ebenso wie Van der Linde, der sich Charles Wertz holen wollte. Dann kommt allerdings Max Hofer erneut an die Seite von Van der Linde im 31er Rotronic Racing Wagen gefahren. Aber auch da heißt es hinten anstellen. Und so verläuft die zweite Rennhälfte an der Spitze. Sehr kampfbetont, aber ohne große Positionsveränderung. Weiter hinten im Feld, da geht die Post allerdings auch in der zweiten Rennhälfte richtig ab. Bachler außen, Zackspeed innen, SSR ebenfalls innen und der große Profiteur geht da innen vorbei und macht Boden gut. Insgesamt hält sich da hinter dem Paket rund um Kerry Schreiner ein ganzer D-Zug auf, der nicht wirklich vorbeikommt an der jungen Lady. Ausrollend dann Klaus Bachler,
Wochenende Sonntagsrennen zum Vergessen für den Österreicher in Diensten von Timo Bernhard. Aber Schreiner macht das clever, intelligent. Mick Wieshofer versucht's einmal mehr über Start und Ziel außen herum. Und dann kommt Ammermüller in schwarz-grün im Porsche innen rein. Und auf einmal holt er zwei in einer Kurve. Allerdings rutschen sie ein bisschen geradeaus. Wieshofer fährt sich den Stern vorne ab, aber geht wieder in Führung. Zumindest in diesem Vierkampf, den wir da im Bild sehen. Hier nochmal von oben gut zu erkennen. Wieshofer intelligent im weißen Mercedes, wartet den Moment und geht dann innen rein. Ammermüller schert dahinter ein. Strafe, die Wieshofer noch absitzen musste für ein Vergehen, bringt ihn dann außerhalb der Punkte für die Zackspeed-Mannschaft zurück auf die Strecke. Rolf Ineichen gegen Henrik Skog im BMW. Außen herum der BMW, spät auf der Bremse, aber Ineichen kontert. Nebeneinander geht's durch Kurve 1. Dann gibt's einen, dann gibt's noch einen aufs Rad. Und damit ist Ineichen aus dem Konzept und der BMW vorbei. An der Spitze Franck Pereira, letzte Ecke, schwarz-weiß kariertes Tuch, wartet schon auf den Franzosen, allerdings ohne mit der Rennleitung noch mal Rücksprache gehalten zu haben. Die ist nämlich der Meinung, dass der Safety Car Restart nicht im Sinne des Reglements war. Große Diskussion bei Gottfried Krasser und der Sieg fällt der Callaway Competition Mannschaft in die Hände. Hier nochmal die Situation. Die Rennleitung wirft dem Lamborghini-Piloten vor, dass er hier übermäßig beschleunigt und abgebremst hat. Ja, die Lichter gehen an, aber das ist, dient nur dem Warmfahren der Reifen. Ist der Restart vollkommen in Ordnung, aber die Sieger heißen Pommer und Schmidt. Ja, ich habe da schon gesehen, dass da beim Safety Car irgendwie was war, aber ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Und wir hatten eigentlich die Reifen geschont in der ersten Hälfte und daher wusste ich eigentlich, dass wir in der zweiten Hälfte angreifen konnten. Vielleicht haben die Lambos dasselbe gemacht, die waren auch sehr schnell, aber wir nehmen den Sieg natürlich sehr, sehr gerne. Ja, und die Tabellenführung, die übernehmen jetzt alleine wieder Kelvin van der Linde und Patrick Niederhauser, die bis dato in allen Rennen gepunktet haben. Also weiterhin Spannung pur angesagt beim ADAC GT Masters. Genauso wünschen wir uns das natürlich auch. Und genauso soll es auch in 2 Wochen weitergehen. Dann melden wir uns wieder vom Red Bull Ring. Und bis dahin eine gute Zeit und bis bald.